So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. I'll never restrain making my Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr seht, das Chaos hier wird irgendwie immer schlimmer. Aber die Garage, die wird auch immer weniger befüllt, beziehungsweise mehr ausgeräumt. Genau. Und das soll auch schon der Sinn von diesem Video sein. Wir werden heute innerhalb von einem großen Video diese Garage so ein bisschen leerräumen und alles in meine neue Garage verfrachten. Wie ihr hier seht, habe ich die kleine Superduke schon eingeladen. Die steht hoffentlich auch bombenfest. Also wenn ich da wackel, wackelt der komplette Transpo. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt als erstes meine geliebte Superduke rüberbringe und dann mal den Rest. Denn die Superduke kommt in meiner neuen Garage ganz hinten hin. Also so wie die OGs von euch noch wissen, war ja in dieser Garage auch so der Fall, dass meine 97 damals, wo jetzt die Werkbank stand, stand meine 97 da hinten genau so waagerecht. Und das hat mir eigentlich immer recht gefallen. Nur aus Platzgründen habe ich halt dann jetzt die Werkbank, die war ja früher da, habe ich die jetzt hier hingepackt. Und das werde ich in der neuen Garage wieder umändern. Also wir haben jetzt Freitag, 3:15 Uhr, genau. Und das Ding ist, die Husqvarna wird heute um 20 Uhr laut ihm noch abgeholt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, er kommt. Würde mich nämlich freuen, denn ich bin auch froh, wenn die weg ist. Denn ja, Platz. Und ich bin ehrlich, ich brauche das Kohle. Das heißt, heute werde ich planen, Werkbank, Kühlschrank, Kompressor, Reifen und Tiergerät noch alles rüber. Morgen haue ich dann die Färbe drüber. Und morgen hole ich dann auch meine zweite Supersportler ab. Denn ich habe den Transporter das ganze Wochenende. Und wenn ich ihn jetzt schon habe, dann nutze ich das natürlich und hole auch gleich meine zweite Supersportler ab. Und unter dem letzten Video habe ich ja gemerkt, beziehungsweise unter dem letzten Video, wo es um die Garage ging, habe ich ja gefragt, wollt ihr so eine kleine Garagen-Umbau-Serie haben? Das habt ihr deutlich mit Ja beantwortet und ich werde mir auch Mühe geben, dass ich so viel wie möglich filme. Nur ist halt das Problem, ich bin jetzt gerade noch alleine, da könnte ich eigentlich alles filmen, nur ich bin dann später nicht mehr alleine, hilft meinem Dad und der ist nicht so geil drauf, vor der Kamera zu stehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich da alles filmen kann. Aber ich sag mal so, überall wo ich alleine bin, werde ich auf jeden Fall was filmen. Aber ich kann euch versprechen, das wird keine Umbau-Serie, sondern am Ende von diesem Video werdet ihr meine neue Garage komplett eingerichtet sehen. Ob dann wirklich schon die ganzen Kabelkanäle und so hängen, bezweifle ich. Aber ich zeige euch mal so, wie die neue Garage dann ausschaut und wie alles gestellt ist. Aber ich würde mal sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg mit der Superduke zu mir nach Hause. Da hole ich nämlich noch meine neuen Lampen ab. Denn ich habe mir hellere Lampen gegönnt, wie diese jetzt sind. Und die muss ich noch holen. Die muss ich dann in der neuen Garage auch noch aufhängen. Und ich denke mal, wir sehen uns dann. Ja, ist gerade schwierig zu sagen, ob mein Dad dann schon da ist oder nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens in der neuen Garage, wenn die Subiduk drin ist. I'll never restrain, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief. Ja, Leute, ihr habt's ja gerade gesehen. Ja, der Lossi war wieder mal am Start. Ich hatte einfach drei motherfucking GoPro-Akkus mit. Und alle drei Akkus waren leer. Top, top, Leute. Aber auf jeden Fall, die Garage ist jetzt fertig. Ich drehe mich jetzt um und dann seht ihr mal meine neue Garage. Ist prinzipiell eigentlich die gleiche, nur an einem anderen Standort, wo ich hoffentlich mehr meine Ruhe habe. Bäm, Digga. Ich habe es jetzt auch alles etwas anders gestellt. Könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und ja, Leute, mich fuckt selber ab, Digga. Ich fahre da mit dem Transporter schön hier vor die Garage, will ausladen. Gib meinem Dad die Kamera in die Hand, dass er ein bisschen filmt. Ja. Ja. Und dann stelle ich fest, alle drei GoPro-Akkus sind leer. Ja, Leute. Da hat wohl der Losti wieder mal sehr hart zugeschlagen. Auf jeden Fall, hier unter der Abdeckplane steht schon meine zweite Supersportler. Ich denke mal, die Leute, die mir schon länger folgen, die werden das Gesicht vor allem direkt erkennen. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Denn ich habe gesagt, im nächsten Video tue ich die Plane runter und dann erzähle ich euch mal ein paar Sachen über das Bike, was ich mit dem so vorhabe.
Auf jeden Fall, Leute, wollte ich euch hier zum Ende nur mal meine neue Garage zeigen. Neu ist sie im Prinzip nicht wirklich. Es ist sogar der gleiche Hersteller von der Garage, wie man, glaube ich, auch sieht. Nur halt an einem anderen Standort von einem anderen Vermieter, und ich finde sie eigentlich richtig geil. Ich habe hier jetzt auch mehr Lampen montiert. Ich schalte jetzt noch mal kurz die letzte ein. Denn ihr seht, wir haben hier die ganz normalen Lampen wie auch in der anderen Garage. Nur hier oben konnte ich leider keine festmachen, weil in dieser Garage habe ich kein elektrisches Tor. Sprich, ich habe hier nicht so viel Platz für eine Lampe. Und da habe ich mir einfach gedacht, jo, die alten Lampen, die etwas dunkler sind, denn die haben jetzt etwas mehr Lumen wie die alten, hänge ich einfach mal ins Regal. Kann man auch mal machen, und ich muss schon sagen, jo, das Ergebnis finde ich auf jeden Fall richtig geil. Könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Comments hauen. Und ihr seht auch schon, ich habe von 24MX auch direkt mal solche Umweltmatten gegönnt. Ich muss sagen, war immer so ein Traum in der alten Garage, aber ja, wie soll ich sagen, die waren irgendwie immer zu teuer, und jetzt habe ich die einfach bei 24MX gefunden für 30 Euro pro Stück. Da habe ich nicht Nein sagen können. Eine Matte ist sogar noch auf dem Weg für hier mittig, denn der Plan ist halt eigentlich so, wenn wir an einem Bike schrauben, das Bike, an dem wir schrauben, kommt hier mittig so rein. Und das Bike, wo wir nicht dran schrauben, da wird zum Beispiel diese Fairblade dann einfach so an die Wand gestellt. Dann haben wir hier viel Platz zum Schrauben. Und deswegen kommt hier dann auch noch so eine Matte her, wenn wir halt mal so einen Ölwechsel oder so machen. Genau, Leute. Des Weiteren hätte ich mal geplant, dass ich hier hinter der Super Duke, denn ja, gönnt es euch, einen KTM-Banner hinhängen noch. Und hier, wo man sitzt, beziehungsweise hier, wo die Supersportler stehen, dass ich dann einen Honda-Banner oder so hinhänge, oder hier. Da bin ich noch am Überlegen. Und hier habe ich mir gedacht, hänge ich ein Poster drauf, wo ich drauf bin. Also, wo ich einfach mit dem Bike durch die Kurve baller oder so. Dass sie auch ein bisschen mehr Wanddeko haben. Denn ich glaube, das könnte echt geil kommen. Denn das wollte ich in der alten Garage eigentlich immer machen. Nur, ja, ihr kennt es selber. Also ich sag mal so, der KTM-Banner kostet selbst so ein Fake-Ding 30, 40 Euro. Der Honda-Banner das gleiche. Und so ein großes Poster, da bist auch schnell mal deine 20, 30, 40 Euro los. Nur in dieser Garage dachte ich mir, jo, komm, das machen wir. Jetzt im Laufe des Winters werden wir da noch ein bisschen Wanddeko machen. Und falls ihr noch Ideen habt, was wir hier noch machen können, dann haut das auch gerne mal in die Kommentare. Und ich muss jetzt mal gucken, wenn das Video jetzt kommt. Ich denke mal, das Video wird jetzt kommen. Heute ist Dienstag, dann wird das Video vielleicht sogar schon Ende dieser Woche kommen. Und dann können wir, je nachdem, sobald ich die Zusage habe, für die Super Duke wegen den Felgen, die werden ja lackiert, da muss ich noch den Lackierer fragen, wann ich die vorbeibringen kann, denn die müssen wir abmontieren und. Und mit dieser Supersportler geht es halt dann auch relativ schnell weiter, denn an dieser Supersportler haben wir noch ein bisschen mehr Arbeit, aber das seht ihr dann in dem Video, wo ich euch sie zeige. Das heißt für euch, es geht jetzt dann in kurzer Zeit schon los mit dem Winterprojekt 2022. Das Winterprojekt wird natürlich wieder mal unterstützt von Motorrad Ersatzteile 24. Also, ihr habt jetzt mal meine neue Garage gesehen. Schreibt mir jetzt gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Ich hoffe mal, es war jetzt nicht ganz so schlimm, dass die Lost halt mal wieder zugeschlagen hat und ich einfach leere GoPro-Akkus mit hatte und nichts filmen konnte vom Entladen oder halt wie wir die abgeholt haben, wie ich die noch rübergeholt habe. Das fuckt mich ja nicht selber ab. Aber ja, Leute, haut's in die Comments und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute.